Boah, und damit herzlich willkommen zurück zum vorläufigen großen Finale von Shadow 4, also dem Finale vom Was? Spiel. Ich werde dabei sein? Und Wow. Claudio wird dabei Wow. sein, wie wir, ich weiß gar nicht, was wir überhaupt tun. Ich glaube, wir greifen jetzt irgendwie Sauron an oder so, ne? Der Sauron, Okay. der ist süß. Der will nur seinen Shit machen und dann war's. Deine Armee ist versammelt und Mordor zum Greifen nah. Nach diesem Kampf wird es keine Wiederkehr geben. Das Let's ist ernst gemeint. go. Du wirst nicht mehr zurückkommen. Du weißt gerade, das spielt vor Herr der Ringe. Was? Du hast es angelogen. Wir können die Wüstenfestung nicht machen. Stand da. Echt? Nein, keine Ahnung, standen wir, es wird keine Wiederkehr geben. Dies ist dein Schicksal. Isildur wartet. Wir bringen den Krieg zu ihnen. Wir haben zwar die Festungen Mordors erobert, doch noch gehört es nicht uns. Saurons Armee nähert sich, bereit, uns allesamt zu vernichten. Doch wir werden nicht in seinem Bann sterben. Wir sind keine Diener des dunklen Herrn. Wir ziehen wacker in die Schlacht und machen dieses Land zu unserem. Ihr kämpft für Mordor. Ihr kämpft für den hellen Herrscher. Vorwärts! Alrighty. Jetzt geht's Let's go. Krieg. Saurons Armee. Erstmal beiden Headshot verpassen. Es ist Zeit. Die letzte Konfrontation. Auf dem letzten Schlachtfeld. Mich wirst du nie bezwingen. Also ist der Typ, den wir übrig gelassen haben in dem anderen Gebiet. Der weggerannt ist. Deshalb kommt er zu was anderer Typ eigentlich. Ich weiß es nicht. Wer es über vorstellen würde, wäre vielleicht cool. Oh, der Blutlecker. Einen weiteren Versuch haben wir nicht. Okay, den habe ich erstmal. Oh Gott, warum muss der so viel aushalten? Warum muss der so viel aushalten? Gott, der. Man merkt, dass ich vielleicht vorher nochmal hier in dem Gebiet die Typen hätte hochleveln müssen, weil ich irgendwie teilweise Level 30er Typen dabei hab. Die kommen von allen Gebieten. Ah, oh, okay. Hey, sogar Brucey ist hier. Echt? Ich sehe hier in dem Chaos gar nichts. Da hinten ist er. Ja. Oh, den will ich ja auch noch. Okay, warte, lass mal grad. Ah ja, das Bruce, ja, du hast recht. Ist das Zufall oder ist das immer so? Keine Ahnung, aber. Na gut, ich dachte. Okay, anscheinend kannst du den hier nicht haben. Nee, den darf ich anscheinend nicht haben. Ist auch okay. Trug der Schamlose an dem gebracht. Vielleicht levelt er dann auf? Nee, tut er nicht. Natürlich nicht. Ich will die Festung nicht! Kriegst du die Festung? Ich wollte die Festung nicht! Blutiges Blut! Blutiges Blut! Blutiges Blut! Okay, der ist Level 28. Der war ja auch in Minas Morgul. Und den haben wir einfach in Ruhe gelassen, weil. Der war nicht interessant. Ich sag, siehst du, der sagt nur Blut. Warum saugst du deinen eigenen aus, wenn hier so viele andere sind, Talia? Du Verrat. Deine Mama.
Okay, den kann man auch nicht rekrutieren, wie es aussieht. Ey, der Blutlecker! Oh, ja, 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 ey. Kommt ja ganz schön. Boys. Lass mal den Karagor von dem einen Typen umbringen. Ich mag das nicht, wenn die auf den Karagor reiten. Oh Gott, ich brauch mal Pfeile. Okay, das sind wirklich einzelne Pfeile hier. Oh Gott. Sind die Boys hier. Nein! Oh Mann, Talion! Ich hasse es, wenn er seine eigenen Leute angreift. Das ist auch so ein... Der Dudes, der verblutet. Ja, ich verblute auch gerade. Zwischen uns. Du hättest wissen müssen, dass es nicht länger währen kann. Es war klar, dass ich dich letztendlich richten würde. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Oh nein, das ist der. An den kann ich mich auch erinnern. Ach. Okay. Jetzt. Lucy macht das schon. Lucy gibt dir. Wenn man der letzte Typ, oder man sich natürlich nicht vorstellen, eine 41, der ganz. Ah, der ist jetzt 43er. Okay, wenn der erzürnt ist, dann werde ich keine Chance mehr haben. Den erste, der war ja beschusssicher. kannst du mal aufhören? Wir müssen ihn nur umbringen, jetzt. Yes? Ah, ja. Ja, Big Boy! Scott, der Zerstörte! Er hat's versucht! Geil! Ich find's gut, dass der dabei ist. Okay, vielleicht sollten wir mal zum Level 43er gehen und mal Hallo sagen. Ich wollte aber gerne den anderen da gleich rekrutieren. Ja. Oh, okay. Hi. Okay, ich war da. Oh, warte, der kommt mir auch bekannt vor. Blutschlucker. Ich hab keine Ahnung. Kann sein. Also den hier kannte ich noch. Du kannst die Festung haben! Danke, Kater Kado. ich hab hier nur so kaputte Typen dabei, ey, Junge. Da hat Talion sich ja eine schöne Armee ausgesucht. Na. Okay. Du hast sie sogar. Ja. Du kannst ihn auch schämen. Ja, mir egal, dann ist er auch weg. Dann bist du auch weg. Ja, verpiss dich. Na, ja, ist noch im Leben, was er kommt wieder. Der Typ wollte sich mal nicht vorstellen. Was für ein Nob. Er ist einfach ein richtiger Nob, der kriegt auch richtig aufs Maul gerade. Alter, ich ja, nutze mal grad. Los, kaputter Boy. Mach ihn kaputt, oder du. Bruzy. Ja, egal, irgendwer. Irgendwer macht das schon. Also meinst du, wir sollen ihn nicht rekrutieren? Ich würde cool, dass ich mal vorstellen würde. Ey, ich sehe die geballte Armee. Die ist wirklich riesig. Okay. Scott sagte, nö. Du hast versucht, Daniel. Er hat versucht. Ja, schon wieder. Okay, wir sind durch, ja? Ja. Na dann. Oh, da ist er. Ah, nee, das ist nicht sein Turm. Oder? Doch, ist das der Turm? Doch, das ist der Turm. Ja. Ja, ich hab gerade gedacht, da ist ja noch kein Auge, aber macht ja Sinn. Deine Zeit ist gekommen, Talion. Deine Taten haben dich hierher geführt. Wir sind einander in Bruderschaft verbunden. Dies ist das Schicksal von Königen und Menschen. Nicht das meine Zeit. Ich hätte vor kurzem wieder diese Synchronsprache gehört. Ich weiß aber einfach nicht, was das ist. Also ich
man kennt den. Okay, wie muss ich den Dude nochmal bekämpfen? Muss ich... Ah, so kann ich ihn bekämpfen. Was? Ah. Ah, goddammit. Oh Gott, es wird nur noch chaotischer hier. Kriege ich irgendwie... Ja. Ah ne, er ist zu schnell, ich krieg niemanden ausgesaugt. Außer ihm dann. Ah, der hat so viel Leben. Ah! Ah ne. Schau in das Licht! Ach, halt mich. Ah, ah, ja, okay. Okay, cool. Okay. Das muss ich gucken, wie er dagegen bumpt. Halt mich das oder was ist das jetzt hier? Das ist nur so ein Schutzding. Kann ich ihm schaden? Ja. Ah! Leute, ihr seid ja normalerweise echt nützlich, aber jetzt gerade stört ihr mehr. Ich glaube nämlich nicht, dass ihr dem irgend... Wow, ich hab nicht mal gesehen. Ach. Ach, das gefällt mir ja alles nicht. Der Typ ist einfach viel zu schnell. Oh Gott. Konzentriere ich einfach nur darauf, zu gucken, was ich hier mache. Nein, Epsilon! Ich hab gedacht, weil er gerade ganz kurz, Ja, er geht sofort zum Angriff über, wenn du Dinge tust. Ah, oh, oh, oh. Okay, jetzt macht er... Ah, pass auf. Ah. Oh, okay. Da ist das Licht. Vielleicht kommt irgendeiner von jetzt in die Nähe, damit du ihn auslöst. Ja. Oh Gott. Okay. Das war ein bisschen danke, kurz. Ja, und Italia hat den Ding aufgehört. Okay. Y. Oh. Ich hab nicht mal gesehen, dass der Y stand. Y! Oh Gott. Es ist gerade echt nicht schön hier, in dieser Menge von Uruks da den Überblick zu behalten. Er ist gebrochen! Oh Gott, jetzt wäre ich beinahe von dem einen Typen da getroffen worden. Sieh doch mal den schönen Kampf in Mordor. Und Menschen und Elben sich gegen Sauron verbündeten. Das hat man im Film nicht gesehen. Ja, das ist auch nie passiert. Das ist gerade Monoliths Erklärung, wieso Isildur ein Ringgeist ist. Ja, okay. Du wirst mir auf ewig dienen. Ah!
bist mein. Alright. Das kann ich nicht zulassen. Isildur, ich erlöse dich. Nein! Finde Frieden im Tod. Es oblag nicht dir, ihn zu erlösen. Und dir nicht, ihn zu versklaven. Er tat mehr als das. Ihr bracht Saurons Macht. Ihr habt ihn beherrscht. Und ich werde auch Sauron beherrschen. Seine Armee wird mir gehören. Wir sollen Sauron zerstören. Sauron kann nicht zerstört werden. Celebrimbor hat recht. Wir kämpfen und kämpfen, doch das Böse kehrt immer zurück. Talion, wir können es beenden. Mordor muss ins Licht zurückgeführt werden. Nicht in die Dunkelheit. Ich tausche nicht einen dunklen Herrn für den nächsten. Das ist nicht das Ende, für das ich gekämpft habe. Aber du kämpfst diesen Kampf nicht allein. Nein, tut er nicht. Es geht hier nicht um deine Rache. Oder meine. Es geht darum, die Ordnung in Mordor wiederherzustellen. In ganz Mittelerde. Das Ende, für das du gekämpft hast. Du bist nur ein Gefäß. Und es gibt noch andere. Lady Galadriel schickte dich nicht ohne Grund. Gemeinsam können wir Sauron in die Knie zwingen. Wir beenden, was unser Volk begann. Vor so langer Zeit. Unsere Opfer sind nicht umsonst. Das ist der einzige Weg. Sieh dir deine Zukunft an. Ein heller Herrscher statt eines dunklen. Du armseliger Mann. Ich gab dir die Sicht und dennoch siehst du nicht. Du zeigtest mir ein Schicksal ohne Ausweg. Du irrst dich. Als du und Celebrimbor einen neuen Ring der Macht erschufst, sah ich, wo dein Pfad endet. Im Gefecht mit Sauron auf den Zinnen von Barad-dûr. Und du gewannst.
Sauron wurde versklavt und der helle Herrscher trat an seine Stelle. Die Armeen Mordors marschierten unter seinem Banner. Und Mittelerde fiel ihm anheim. Das ist die Zukunft, gegen die ich kämpfte. Die du verhindert hast. Denn du sahst Celebrimbor als das, was er ist. Nein. Dein Krieg ist nicht vorüber, Talion. Ob nun ein heller oder dunkler Herrscher in Barad-dûr regiert. Das Gleichgewicht muss gewahrt bleiben. Oder ganz Mittelerde wird fallen. Minas Morgul. Ja. Von dort aus kannst du Mordor Einhalt gebieten. Weh. Der Ring ist fort. Ich fragte dich einst, wie viel bist du bereit zu opfern? Öffne die Augen, Talion. Öffne die Augen. Solange ich noch atmen kann, gehört mein Schicksal mir.